Von Anfang an hatte Theresa May nicht vor, ihre Karten bezüglich des Brexits aufzudecken. Jennifer Lee, BMO Capital. Die jährlichen BIP-Daten Großbritanniens wurden veröffentlicht. Was sollten wir von dieser Publikation angesichts der Brexit-Befürchtungen erwarten? Es ist die zweite und ich glaube die letzte Schätzung des britischen BIP. Zu Wahlen werden Schätzungen drastisch revidiert, aber jetzt wird es nicht der Fall sein. Die BIP-Angaben haben sich kaum drastisch verändert, schätzungsweise um 0,5% auf Quartalsbasis. Die Märkte sind jetzt auf zeitnahe Daten konzentriert, wie zum Beispiel Verbrauchervertrauensdaten und PMI. Solche Angaben geben uns über die Wirtschaftslage im vierten Quartal mehr Aufschluss und setzen bessere Prognosen für 2017 voraus. Der BIP-Bericht ist daher kein wichtiges Ereignis. Diese Woche werden auch die kanadischen Einzelhandelskerndaten veröffentlicht. Werden diese Angaben einen bullischen Trend vor Weihnachten abbilden? Nein, das denke ich nicht. Die Daten werden mit Verzögerung publiziert. Und nun erfahren wir den Stand zum Oktober, als sich der Weihnachtsboom noch nicht auswirkte. Die September-Ergebnisse waren ziemlich bescheiden. Der Zuwachs machte nur noch 0,1% aus, bereinigt um den Ölsektor 0,4%. Ich würde mich aber auf Verbraucherausgaben nicht verlassen, im Hinblick auf den hohen Verschuldungsgrad der Bevölkerung. Der Finanzsektor sollte eher die allgemeinen Wirtschaftsdaten attraktiver aussehen lassen. Diese Woche wird Theresa May eine öffentliche Ansprache halten. Wird sie ihre Brexit-Strategie verraten oder weiterhin verheimlichen? Ich glaube, sie wird sich nicht in die Karten schauen lassen, aber ein paar Karten dürfte sie doch aufdecken, dies nur unter Druck seitens einiger Parlamentsmitglieder. Ansonsten würde sie am liebsten die Karten möglichst verdeckt halten, aber es klappt nicht mehr so gut. Zum Jahreswechsel dürfte sie etwas mehr von ihren Plänen an die Öffentlichkeit bringen. Jedenfalls wird sie es tun müssen, bevor Artikel 50 Ende März in Anspruch genommen wird. Jennifer, danke für Ihre Teilnahme. Dies war die letzte Wochenvorschau in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.